Ja, dann werden wir uns mal das Verstecken vornehmen. Also, dann die Details. Versteck der Räuber, das Lager der Räuber. Das Lager der 40 Räuber und ihres Anführers, des Königs der Diebe. Es gibt dort auch eine Höhle voller Reichtümer. Wir müssen ins Versteck zurück. Ein Vermerk mit einer Losung. Iftar Ya Simsim. Tagebuch, was von Ali Baba zurückgelassen wurde, und eine seltsame Tür in der Wüste. Das sind die Hinweise, die wir haben. So. Ich guck mal kurz, was jetzt näher ist, um da rauszukommen. Hier. Zurück dorthin, wo alles begann. Zeige mir alles. Ich bringe dir meine Schulterfinte bei. Die klappt immer. Wir warten mehr? Runtergeknallt, scheiße. So, dahin will ich gehen wieder. Dreh dich um. Hey, was? Man weiß ja nie. Hey! Hey, was war das? Tja, eine Tür. Wie schwer kann sie zu finden sein? Ja, dann öffnen wir die Tür, ne? Iftar Ya Simsim. Es klappt. Das würde sogar die Banu Musa beeindrucken. Und nun zum König der Diebe.
Ein Menschenleben ist kein Handelsgut. Der Befehl König der Diebe wird büßen. Befehl des Königs der Diebe. Ali Baba ist tot. Beseitigt alle Spuren und ungelösten Probleme und sorgt dafür, dass die Geheimnisse unseres Verstecks geheim bleiben. Hat keine Fallen hier? Namen von Königen und Dieben. Und noch mehr? Der kriegt nichts mit, wenn sein Anführer stirbt? Verzeih, es hat länger gedauert. Er ist... tot. Das waren nur Rauch- und Spiegeltricks. Raffinierte Trügereien. Er hat uns alle getäuscht. Nicht sehr lange. Das Blut wurde gesühnt. Ich dachte, es würde mich erleichtern. Hier, der Lohn für deine Dienste. Was wirst du nun tun? Ich schließe mich einer Karawane nach Samarkand an. Als mein Vater noch lebte, sahen wir viele Städte und genossen die Freuden des Lebens. Nach seinem Tod hält mich hier nichts mehr. Was sich dein Vater für dich gewünscht hat, wird doch noch wahr. Das stimmt. Doch nicht zu einem Preis, der mir lieb wäre. Ich beschreite diesen Weg allein und am Ende werde ich meinen Vater treffen. Ich wünsche dir alles Gute, Marjana. Ich hoffe, wir finden uns wieder eines Tages. Du magst mich finden, doch ich dich wohl kaum, Mann der Schatten. Leb wohl, Verborgener. Und jetzt plündern. Leb wohl, Marjana. Möge Allah dich leiten. Jetzt Ali Sindbad, der das hier alles war, oder ist Sindbad nur ein Mitglied gewesen? Das weiß ich nämlich nicht mehr genau. In den 40 Räubern. Die ganzen Juwelen, alles was hier liegt. Kannst du nicht diese Münzen aufheben und den Rest liegen lassen?
Denke, hier unten haben wir jetzt alles geschmacht, oder? Die obere Etage durchsucht. Und der nimmt nur die paar Sachen mit? Cool. Und das Tor bleibt offen. Cool. So, was haben wir denn jetzt noch auf der Agenda? Das hier... Ja, fehlt uns noch ein Buch. Hier haben wir noch was, aber das Problem ist, finde den festsitzenden Händler im Süden der Stadt. Das Problem ist, ich weiß nicht, bis wohin der Süden geht bei der Stadt hier. Und zweitens, ich bin mit dem Vogel drüber geflogen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich denke, am Marktplatz vom Bazar muss ich irgendwann mal nochmal rumrennen und da irgendwelche Hinweise suchen, weil hier fehlen mir wirklich noch 3 Hinweise. Also die müssen irgendwo sein. Und ich denke mal, die liegen hier irgendwo rum. Aber wo genau... Keine Ahnung. Nur wie hier. Wir haben das hier gemacht, aber wir wissen nicht, was die Folgequest ist. So. Deswegen gehen wir jetzt mal hier ins Bruderschaftshaus. Und zwar, sehen wir uns da an, was da los ist. Okay. Dann... Karte liegt das hier genau da. Das ist super. Siehst du, Neji? Am Ende ist alles gut ausgegangen. Das Bruderschaftshaus war skeptisch, doch ich blieb hartnäckig. Mit etwas Übung werden meine Hände ruhig und tödlich. Wenn du dein Ziel so leidenschaftlich verfolgst, wirst du auch erfolgreich sein. Danke, dass du mich auf den richtigen Weg gebracht hast, Basim. Hier, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ui. Na gut, sehen wir mal nach, was los ist. Ah, unser neues Heim in El Abbasiya wird von einem aufgeweckten Rafik vortrefflich bewacht. Basim, du hast mich erschreckt. Ich war in ein Gedicht vertieft. Ah, wessen denn? Der Sayyida Arib. Die Worte der Hofdichterin zwitschern wie die Vögel in Jannah. Oh ja, ich habe ihre Werke gelesen.
Als wir klein waren, schlichen meine Freundin Nihal und ich uns oft ins Haus der Weisheit. Stundenlang lasen wir von Göttern und Djinn. Ich habe diesen Ort stets gemocht. Das Haus der Weisheit ist nicht mehr das, was es einst war. Ist unser Freund Ahmad ibn Musa nicht dort? Er wollte doch zurück, um dort zu arbeiten. Ja, ich schickte nach ihm und bat ihn um Hilfe mit diesem Bruderschaftshaus. Es kam nie eine Antwort. Meine Spitzel trafen ihn nicht an. Eine Woche ist vergangen und er ist immer noch unauffindbar. Also wird einer der berühmten Banu Musa im Haus der Weisheit vermisst. Ja. Geh dorthin und finde heraus, was passiert ist. Das werde ich. Okay. Das Haus der Weisheit. Machen wir das. Also, das Zentrum des Wissens der Welt, wo sich Gelehrte versammeln, um ihr Wissen zu teilen. Früher schlich ich mich mit Nihal dort hinein. Ich habe einen Speer in den Rücken bekommen. Hatte großes Glück, doch ich lasse ihn ganz. Er hat unsere wertvollen Bücher verbrannt. Leute, beruhigt euch. Das Feuer war klein und ist unter Kontrolle. Allahs Zorn kommt über uns. Die meisten unserer Bücher sind sicher. Die Gefahr ist vorbei. Alter Mann, wie brach dieses Feuer aus? Alter Mann? Ja. Fasil Fahim ist alt. So alt wie das Haus der Weisheit, das er leitet. Vergib mir, Meister. Ich sprach voreilig. Kann ich helfen? Nein. Das Feuer wurde von der Eimertruppe des Wassermeisters gelöscht. Wer hat dieses Feuer gelegt? Unruhestifter, denke ich. Genauer gesagt, Feinde des Kalifen. Was für Bücher haben sie denn verbrannt? Das lässt sich noch nicht sagen. Der Buchwart könnte vielleicht etwas wissen. Ich suche einen gewissen Ahmad ibn Musa. Ja, er hat hier eine Werkstatt, aber ich habe ihn eine Weile nicht gesprochen. Friede sei mit dir, Ältester. Ich muss gehen. Ich muss immer noch Ahmad ibn Musa finden. Sollte aber auch in der Bibliothek mit dem Buchwart sprechen. So, dann kümmern wir uns jetzt um Ahmads Werkstatt. Also die Wissenschaft wartet auf niemanden. Ahmad verbringt viel Zeit in seiner Werkstatt. Dort sollten sich Hinweise auf seinen Verbleib finden lassen. Okay.
Wo ist die? Weise mir den Weg. Ich grüße dich. Dürfte ich fragen, wo sich der gelehrte Ahmad ibn Musa aufhält? Ah, ja. Der Abenteuerlustigste der Banu Musa. Seine Werkstatt ist gleich hinter mir. Hab vielen Dank. Nihal, was hast du denn da, Gelegenheitsdiebin? Ein Buch. Ich habe es geschafft, zumindest eins vor dem Feuer zu retten. Wenn sie dich beim Stehlen erwischen. Schneiden sie einen Finger ab. Ach nein, eine ganze Hand. Das ist nicht lustig. Dann lach nicht. Ich sehe schon, dir sitzt der Schalk im Nacken. Ich habe zu tun. Nichts, das dich betrifft. Oh, geheime Dinge der Verborgenen. Was ist es dieses Mal? Erstechen? Stehlen? Erstechen und dann stehlen? Das ist dein Gebiet, Nihal. Du hast vielleicht einen Finger verloren, aber deinen Charme hast du noch. All diese Werkzeuge und Bücher, das ist Ahmads Raum. Aber wo ist er? Ahmad signiert seine Arbeit immer. Das ist eindeutig sein Werk. Dem Brief nach sind diese Bücher für Ahmad. Weiterer Gedichtband von Arib. Tabit wäre begeistert. Messwerkzeuge, wie sie mein Vater besaß. Doch diese gehören Ahmad. So, da fehlt uns noch ein Ding. Scheint an etwas Neuem zu arbeiten. Aber an was? Schaubilder, Maschinen und andere Seltsamkeiten. Das ist ganz klar Ahmads Werkstatt. Aber wo ist er nur? Entschuldigung, kann ich dir helfen? Ich bin auf der Suche nach Ahmad ibn Musa. Weißt du, wo ich ihn finde? Vielleicht kann ich behilflich sein. Folge mir. Ich habe ein ganz böses Gefühl. Ist das dein erster Besuch im Haus der Weisheit? Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich uns in eurer Bibliothek heimlich das Lesen bei. Alle jungen Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Die Wärter, die uns jeden Tag von den Bücherstapeln vertrieben, sahen das anders.
Sie taten nur ihre Pflicht. Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Heldengeschichten zu haben. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Und bist du deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und zum Gelehrten geworden? Wenn es so viel zu erleben gibt? Nein. Man könnte sagen, ich bin ein Mann mit einer Mission. Ah, verstehe. Was ist mit deiner Freundin? Nein, nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Nur weiß ich nicht, wonach. Eine Schande. Die Sonne ist so angenehm. Nun eile dich. Es ist nicht mehr weit. Ach, Hilfe! Ich werde angegriffen! Was? Eine Lüge! Das tat weh! Du nennst dich Krieger! Ey, dieser Arsch, ne? Was, ich kann nicht wegspringen? Komm zurück und stirb mit Ehre! Du wirst verrast, was für dich! Oh nein! Wenigstens sind wo ist der Idiot? Bitte, tu mir nichts! Du hast mich in eine Falle gelockt. Ich sollte dich gleich hier erschlagen. Verschone mich bitte. Dann sage mir, wo ist Ahmad ibn Musa? Bitte, Herr, ich weiß nicht, wo er ist. Wirklich, ich weiß es nicht. Was sollte dann der Hinterhalt? Er hat es verlangt. Wer denn? Doch sicher nicht Ahmad. Ich kenne seinen Namen nicht. Er trägt stets eine Maske. Und was will dieser maskierte Mann? Er befiehlt mir, alle von der Grabungsstätte beim Haus der Weisheit fernzuhalten. Sonst... Sonst was? Er stellt etwas mit meinem Kopf an. Wie bei den anderen. Bitte, verschone den armen Mamid. Wo ist diese Grabungsstätte? In der Wildnis. Vor der Stadt. Ich zeichne dir gleich eine Karte. Dieser Typ, ne? Die Karte sollte mir den Weg weisen. Dann gehen wir nachher mal dahin, ne? Also hier werde ich mir mal schauen, wie ich das angehen werde. Ich denke, hier kriegen wir noch Infos von dieser Seite. Und ich werde hier einfach mal in dem ganzen Händlerzirkel irgendwo da rumrennen und einfach mal nach Hinweisen suchen. Vielleicht finde ich da was. Ich weiß einfach nicht sonst, ja, wie ich das was machen kann, weil wir haben hier jetzt, waren an diesem Ort und da muss doch irgendwo noch irgendwelche Hinweise sein, die irgendwo verborgen sind, die wir finden können. Und ja, dann werden wir mal sehen, was wir da erreichen. Aber als erstes mache ich mal die Sache bei den Dingern noch hier. Weil da kriegen wir bestimmt hier auch noch was. Das führt uns dann auch hierher wahrscheinlich. Und hier mit Nihal werden wir bestimmt auch noch Sachen kriegen. Und ja. Nun gut, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Bis dann, tschüss.